Ja, hallo YouTube. Ja, eine neue Folge hier bei Grünfelderland. Unser Umzug zu dem neuen Hof steht vor. Oder steht an. Ja, jetzt rufen wir erstmal. Ja, wir rufen den Mann. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wer da ist. Bin Wir fangen jetzt einfach mal so an, aber erst rufen wir noch beim Herrn Neumann an. Gleich. Post. Channel switched. Ring, 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 ring. Hallo, ich. Guten Tag, Herr Neumann. Hallo. Ich wollte fragen, ob Sie meine Gewerbeanmeldung erhalten haben. So habe ich erhalten. Und die Rechnung haben Sie auch erhalten? Ja, Moment, Moment, Moment. Kurz mal was aufschreiben. Jawohl. So, und zwar Ja. 21 Holzkohlepaletten waren das. Genau. Steuern können wir direkt eigentlich weglassen, weil das ist nur Hin- und Herüberweise. Weil meine zahlt das an Sie und Sie müssen es wieder abführen und überweisen es wieder an die Gemeinde. So, das macht keinen. Wie noch mal, noch mal, noch mal. Also die 660,55 €, Ja. die müssen Sie, die bekommen Sie nicht bezahlt, Das ist kein Problem. aber müssen nicht die, auch nicht die Steuer zahlen, Okay. weil das wäre nur ein Hin- und Her-Überweise. Ja, das ist verständlich. Da könnte man so schnell herausfinden, wenn jemand Steuerhinterziehung macht, aber ich glaube, das nützt uns alle nicht. Das ist verständlich, ja. Sonst im Großen und Ganzen ist die Rechnung so in Ordnung von den Preisen her. Sechstausendsechshundert, wenn ich recht sehe, ne? Genau. Ja, das passt. Dann ist Steuer können Sie nichts für, ja. also passt. Überweise ich gleich. 900. Marlon? Ja. Ich glaube, irgendwie ist das Silo kaputt, das geht da nicht rein.
Eieiei. Zeigst du. Sagt er gleich. Was hast du denn ausgelagert? Gras. Ich kann dir gleich mehreres sagen. Meine Fresse, ey. Also 21 Paletten, die müssen auch überwiesen werden. Gut, dass sie es. 6600. Also sie bekommen ja das Geld. Genau. Würde sie trotzdem, damit ich das, ich bin ja auch für die Steuern und so verantwortlich, damit ich das im Nachhinein gut nachvollziehen kann und ich nicht nächste Woche vor der Tür stehe wegen Steuererziehung, Ja. mein Sinne, das trotzdem in den Einnahmen zu notieren. Ja, ich mache es in die Aber Einnahmen rein und schreibe verkaufen. dazu, dass die Steuer bereits gezahlt ist. Beziehungsweise dass das Geld von der Gemeinde kam und dann weiß ich eh Ja. Bescheid, dass die Gemeinde keine Steuern auszahlt. Genau. Gut. So, warte, dann überweise ich es mal. Also 6600. Also wenn Sie Zeit haben, auch gerne Wasser vom Wasserwerk in die Türme fahren, ne? Ja, kann ich dann machen. Das Geld ist eingegangen. Warten Sie, ich weiß Ihnen gerade noch die 700 € Steuern Gerade aus der auch. letzten Woche. Geld überweisen. 100 € gehen, genau. Och Gott, ich gucke gerade meine Steuern. Ach, egal. Müsste eingegangen sein. Jo, perfekt. Und dann hätte ich noch ein Anliegen. Ich würde ja heute meinen Umzug machen von Hof 7 zu Hof 6 und wollte da fragen, bräuchte ich da Polizeibegleitung bei am LKW 3 Anhänger? Okay, da eine Sondergenehmigung von Ihnen. Warte, der Polizist ist direkt bei mir. Ich kann ihn direkt fragen, ob er da mithilft. Das wäre nett. Moment, Moment, Moment. Wo ist denn der Herr Polizist? User joined your channel. Da ist der Herr Polizist. Herr Jäger, moin. Herr Marlon, wie geht's? Ja, gut, aber ich habe einen am Apparat. So, der Charlie Krüger will ja umziehen, beziehungsweise von den Unterlagen ist alles schon. Darf ich Sie kurz unterbrechen? Wenn Sie mit mir Nein. weiterhin reden wollen, könnten Sie vielleicht den Motor von Ihrem Schlepper ausmachen. Dankeschön. Nee, 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 nee. Aber. Danke. Und zwar der Charlie Krüger möchte umziehen vom Händlerhof auf den ehemaligen Bauhof. Das Braucht heißt, Absicherung wegen Überbreite und so. ja, ich weiß. Sie meinen den Händlerhof, dann gegenüber zur Polizeiwache, von der Polizeiwache, ne? Genau. Den ich Von eigentlich als Verkehrsübungsplatz haben wollte, aber ist in Ordnung. den Papieren ist soweit alles geregelt, nur dass die Fahrzeuge darüber kommen. Ja. Darf das ja nicht mit meinem Fahrzeug machen, rechtlich. Und ich habe auch was zu tun, von daher. Kann das sein, dass wir gerade aneinander vorbeigesprochen haben? Also soll ich jetzt als Begleitfahrzeug dienen oder soll ich dann jetzt den Tieflader fahren? Darfst du dir aussuchen, aber ich glaube, er braucht beides. Wenn er beides braucht, bringt es natürlich nicht, wenn ich nur mit einer Sache komme, ne? Der LKW steht da. Oh, Alter. Steht der LKW da Jetzt schon? das gemeine LKW-Fahrzeug steht da schon. Auch geil. Sagen wir einfach Gemeindeschlepper. Ja, der gemeine Schlepper. Das passt wegen Tieflader. Um wie viele Fahrzeuge handelte es sich denn noch mal? Da weiß ich gar nichts. Da müssen Sie den Charlie fragen. Warte, ich frage mal kurz. Charlie? Ja.
Wie viele Fahrzeuge wären es denn? Fragt gerade die Wenn Polizei. ich gerade richtig in Erinnerung habe, dann sind es zwei LKWs und zwei Traktoren als Zugfahrzeuge. Und aber Aber wie oft muss ungefähr gefahren werden? die Hauptproblematik ist ja, dass wir bei dem einen Tieflader zwei Drehscheibenanhänger hinten dran hängen haben, was eigentlich straßenverkehrsrechtlich nicht zulässig ist. Und da bräuchte ich eine Sondergenehmigung oder Begleitschutz. Also, Herr Jäger, er hat mir gerade erzählt, oh, ich habe vergessen, laut zu stellen. Er hat ja das gemeine Fahrzeug, den gemeine Schlepper mit Auflieger und dahinter will er noch zwei Drehschemel ranhängen. Und das wäre ja von der Länge zu lang Ja. für die Straße. Und jetzt fragt er, ob er entweder Begleitschutz bekommt oder eine Sondergenehmigung für Fahrt. Ich würde eher sagen Begleitschutz, dann habe ich was zu tun. Begleitschutz bekommen Sie gleich. Das hört sich gut an. Und dann bräuchte ich noch jemanden, wo Zeit hätte und mich von dem einen Hof zum anderen fährt, weil ich kann ja nicht zwei Fahrzeuge gleichzeitig fahren. Der Polizist kann das machen sogar. Na, Wollte ich auch das hört gerade. sich gut an. Ich muss den Weg eh fahren, von daher ist das egal. Kann ich nur eben mitnehmen. Okay, gut, Dann danke schön. viel Spaß beim Umzug. Hoffentlich es geht Danke. nichts kaputt. Ja, hoffen wir es. Dankeschön, wiederhören. Wiederhören. You were moved. User was moved to your channel. So, da wäre ich. Okay, also von mir aus kann es losgehen. Wir müssen ja, glaube ich, rechts rum, oder? Ja, ich drehe mal eben. Fahren Sie hinterher oder fahren Sie voraus? Wie machen wir's? Ich würde sagen, ich fahre hinten, weil sie haben ja hinten die zwei Drehschemel dran. Genau. Das passt dann. Bin ja mal gespannt, ob mir in meine neue Hofeinfahrt reinkommt, so. Ja, das könnte eventuell knapp werden. Da müssen Sie eventuell auf die Gegenfahrbahn fahren. Ja, das auf jeden Reinfahren. Fall, aber ja, ob das wirklich reicht, ist die andere Frage. Was müssen wir den einen Anhänger da stehen lassen und müssen den dann nach dem Nachhinein holen? Wenn es nicht anders geht. Naja.
diese Schlaglöcher auf dieser Straße ab und zu. Ich weiß, die sind nervig, ne? Ja. Ups. Passt es? Bis jetzt sieht's gut aus. Fertig. Drin. Ach, Sie müssen das Tor aufmachen. Ja, komm, wir können doch eben auf die andere Seite Ja, rausfahren. eben. Noch ist ja kein Betrieb. Ja, noch nicht. Ich muss allerdings gleich tanken, fällt mir mal auf. Ich habe noch die Hälfte vom Sprit drin. Also müsste ja reichen, oder? Ja, so ein bisschen. Sie sind ja sowieso schneller als ich. Aber es ist ganz schön was los bisher. Inwiefern? Ja, so auf den Hauptstraßen sieht man schon mehr Leute als gelegentlich. Ja. Zumindest heute. Ah, Schlagloch. Das war aber ein ganz tiefes Schlagloch. Ja, das ist das Problem mit diesen sportlichen Autos. Das Lenkrad verzieht sich dann, das ist das mit dem Lenken ein bisschen schwierig. Langsamer fahren. Es ist bei den Polizeiautos ganz schlecht, Achso. um ehrlich zu sein. Also nennen Sie mir mal einen Polizisten, der normal fährt. Da gibt's glaube keine. Ja. Ich meine, nehmen wir mal die Polizisten in Richtung Düsseldorf und Köln als Beispiel. Waren die da so schlimm? Ja. Okay. Das haben sie ja mal in der Serie Alarm für Cobra 11 ja gezeigt. Ach so. Ja, Wie die fahren am schlimmsten, ja. die fahren. Aber kann das sein, dass wir sowieso noch mal hier runter müssen mit einem Schlepper? Ja, das kann ich aber dann alleine ja machen. Darf ich fragen, warum Sie jetzt umziehen? Ich habe Gewerbe angemeldet auf Lohndienstleistungen, weil das ehemalige LU hat ja ihre Lohndienstleistungen eingestellt. Und da bräuchte ich jetzt ein bisschen mehr Platz. Und aus diesem Grund wurde mir angeboten, ein größeres Grundstück zu benutzen. Das hat sich relativ gut angeboten.
Ich meine, ich hatte da zwar auch schon einen Verwendungszweck für, aber halt inoffiziell. Ja, was Und zwar hätten Sie? Ja, erzählen Sie. als Verkehrsübungsplatz. So für Fahranfänger zum Fahren üben. Bis das halt verkauft worden wäre. Ja, können Sie ja trotzdem drauf, wenn Sie möchten. Danke, das Angebot nehme ich gerne an. Aufräumen tue ich später. Aufräumen tue ich die Gerätschaften später. Ja, nicht, dass sie einen Einsatz bekommen und wir sind hier weiterhin beschäftigt. Ja, notfalls muss halt dann mal der Herr Neumann rausfahren. Im allergrößten Notfall. Gut, dass ich zwei davon denen habe. Auch gut zu wissen, dass wir auch noch einen in Zivil haben. Ja, da kann sich aber die Farbe jederzeit ändern. Das heißt, es wird nicht eventuell nicht immer so Ja. blau sein. Dann muss ich nur das Kennzeichen machen. Das könnte sich ja auch ändern, eventuell. Ach so, Wechselkennzeichen. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht gut. Ja, das kann sein. Das muss nicht unbedingt sein. Ich meine, wir haben ja mehrere Kennzeichen, die auf die Polizeidienststelle zugelassen sind. Das ist nicht nur das. Okay, gut zu wissen. Mal überhaupt nicht gut. Das heißt, anständig fahren. Vor allen Dingen, ich bin ja nicht der Einzige, der dieses Fahrzeug besitzt. Naja. In dieser Ausstattung besitzt. Weil der Herr Gordes hat das ja auch und der Herr Neumann auch. Okay. Der Herr Neumann macht ja mehr die Zollaufgaben und der Herr Gordes ist ja mehr notärztlich unterwegs. Aber zum Glück ist in letzter Zeit nichts passiert. Bis auf die Geschichte mit dem Herrn Diesel, aber das ist ja eine lange Geschichte. Da habe ich ehrlich gesagt gar nichts mitbekommen. Warum? Was waren da? Eigentlich darf ich darüber keine Auskunft geben, aber das ist ja eh alles schon abgehandelt, von daher. Der Herr Diesel hat eine Verwarnung gekriegt. Der ist ja im Wegen? Gemeinderat, der hat eine Ja? Verwarnung gekriegt. Ja? Weil er sich selber irgendwie ja, K.O.-Tropfen verabreicht hat und das jemand anderem ihn quasi in die Schuhe schieben wollte. Ah, also Strafvereitelung. Ja, da kam noch mehr dazu. Ah ja. Nicht nur das, da kam noch. Also, da kam noch der Tatbestand der falschen Beschuldigung dazu. Das Inszenieren einer Straftat. Falschaussage. Und, und. Ach ja, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ja, heute haben wir eine große, war wahrscheinlich billiger gewesen. Also, jeder andere hat bisher noch nicht so viel Mist gebaut wie der Herr Diesel. Zumindest seit ich hier bin. Da bin ich ja froh, dass ich bisher eine weiße Weste habe. Und es wird auch Ja. so bleiben. Bis auf vorhin das mit dem Blinken, ne? Aber das habe ich jetzt mal nicht gesehen. Blinken? Ja, die Fahrzeuge haben vorhin nicht geblinkt. Ich hatte doch geblinkt. Echt? Dann ist die Anzeige kaputt. Beim links abbiegen habe ich geblinkt. Okay, beim rechts abbiegen habe ich nicht geblinkt. Aber die Warnblinkanlage war an. Aha.
Beim Rechtsabbiegen habe ich es nicht gesehen, beim Linksabbiegen habe ich es gesehen. Im Rechtsabbiegen habe ich nicht geblinkt. Also die Warnblinkanlage war an. Ist ja nicht Na schlimm. gut, nehmen wir das nächste Fahrzeug. Ich bin ja nicht so streng. Sagen wir es mal so. Aber kann man auch bei einer Verwarnung lassen. Ja. Bei anderen Personen, wie beim Herrn Wasix, da mache ich keine Verwarnungen. Weil der lernt es nicht anders. Okay. Wow, da fällt mir gerade noch was ein, wo ich meine Palettengabel sehe. Ich habe letztens eine Palette verloren. Oh. Da ist ein Spanngurt gerissen. Wo ist die? Wo ist die Die gerissen? Wo liegt die ungefähr? Delikthöhe fällt 60, 59, glaube ich. Ist das nicht auf der anderen Brückenseite? Das ist auch ein Weg Richtung Wasserberg hoch. Ja. Da habe ich die Holzkohlepaletten transportiert vom Sägewerk zum Wasserberg. Und in der Kurve reißt man da ein Ah, das ist doch in der Spangen-Ding. Nähe. Das ist doch in der Nähe von Wald 15, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, kann sein. Und also zwischen Wald 15 und dem Düngerwerk, da müsste das ungefähr liegen. Ja, aber die liegt auf dem Grünstreifen. Der ist ja nicht ganz so schlimm. Ich hatte Ja. dann sich bisher noch keiner beschwert, dass da was liegt. Ja, ich hatte den Anruf bekommen direkt danach und habe gesagt, ja, mir ist. Das war ein Schlagloch. Ja, das war kein Schlagloch. User left your channel. Ja, der Polizist ist endlich weg. Jetzt können wir ein bisschen unachtsamer fahren. Was wir aber nicht machen. Wie machen wir das jetzt? Oben steht, glaube ich, die Seemaschine. Machen wir erstmal die Seemaschine. Genau, machen wir so. Wir holen jetzt erstmal die Seemaschine, bis der Herr Polizist wieder Zeit hat. Oh, mein Auto steht ja auch noch oben, fällt mir gerade ein. User joined your channel. Ja, bitte. Schönen guten Tag, Herr Krüger, Diesel Guten hier. Tag. Ich hätte eine kurze Frage an Sie. Ja, bitte. Hätten Sie einen Trecker mit Pflegebereifung?
Momentan gerade nicht. Ja, warum? Was bräuchten Sie denn? Bei mir auf meinem Feld 65 müsste gedüngt werden und meine Pflanzen sind schon am blühen. Ja. Und darum will ich nicht mit meinem Trecker mit Breitbereifung drauf, weil dann zerstöre ich nämlich wieder mehr als die Hälfte meiner Ernte. Möchten Sie denn nur ausleihen oder soll ich für Ja, Sie den würde ich düngen? dann nur ausleihen wollen. Ja, das wäre kein Problem. Bis wann würden Sie den denn brauchen? Ich bin hier noch am Ansehen. Ich würde mich dann nochmal melden, wenn ich auf dem Weg zu Ihnen wäre. Okay, dann machen wir es so. Alles klar. Gut, danke, wiederhören. Bitte, wiederhören. User left your channel. Da muss ich gerade mal die Lenkung umstellen, da war noch Allradlenkung drin. Das funktioniert mal gar nicht. Da muss ich mal ganz kurz noch was schauen. Ja, auch hier verabschiede ich mich mal kurz. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Den Umzug machen wir noch gar fertig in der nächsten Folge. Über ein Like würde ich mich freuen.